Ja, den ersten Teil von Katharina Büchter, die im Bahnhof von Osnabrück im Winter am Heiligen Abend gestrandet ist, haben Sie ja schon gehört. Katharina ist schwanger und jetzt braucht sie dringend Hilfe und in der Bahnhofsmission ist sie gut aufgehoben. Der zweite Teil aus der Geschichte, das Christkind in der Bahnhofsmission. Ich habe einen Krankenwagen gerufen, er wird hoffentlich gleich da sein. Der Infopoint lässt schon über die Lautsprecheranlage nach einem Arzt suchen. Der Leiter der Bahnhofsmission war sichtlich aufgeregt. Kaum hatte er eine Trage in den Raum gestellt und mit Decken und Kissen gepolstert, als ein Mann durch die Tür kam und sich als Arzt vorstellte. Mein Name ist Balthasar Sundermann. Das ist jetzt kein Scherz. Wie weit sind denn Ihre Wehen? Während sich Katharina bemühte, dem Doktor Auskunft zu geben, packte der Arzt den Inhalt seiner Tasche auf einem Handtuch aus und beauftragte einen weiteren Mitarbeiter, ein paar Dinge zu sorgen. Ich fürchte, Sie werden es nicht mehr bis ins Krankenhaus schaffen. Auf den Straßen in Osnabrück tobt das Chaos. Vertrauen Sie mir bitte, ich mache das nicht zum ersten Mal. Ich war schon bei einigen Hausgeburten dabei. Ich bin zwar keine Hebamme, aber wir kriegen das schon hin. Was blieb Katharina übrig? Es musste irgendwie gehen. Sie dachte noch kurz darüber nach, ob sie Philipp anrufen sollte, aber dann kamen die nächsten Wehen in immer kürzeren Abständen immer stärker. Draußen vor der Tür standen die Männer und Frauen und hörten Kaspar zu, der ihnen erzählte, was in der Bahnhofsmission gerade vor sich ging. Das ist ein gutes Omen für dieses Fest. Ein echtes Christkind zum Fest und dann noch in der Bahnhofsmission. Es ist, als ob wir Hirten auf dem Felde sind, die die Geburt des Heilands kaum erwarten können. Geht es ihr gut? Fragte eine Frau, die in einen alten Wintermantel gekleidet war, mit Gummistiefeln an den Füßen, aus denen dicke Wollsocken herauslugen. In diesem Moment waren laute Schreie aus dem Raum der Stille zu hören. Die Gruppe vor der Mission faltete die Hände und Kaspar fing laut an, ein Gebet zu sprechen. Alle waren plötzlich ganz still, die Blicke wanderten in den wolkenverhangenen Himmel. Es begann wieder zu schneien. Als der Leiter der Bahnhofsmission aus der Tür trat, ging automatisch das Licht an. Der Weihnachtsstern, murmelte einer der Männer. Die Anspannung lockerte sich spontan, denn an dem Gesicht des Missionschefs war es zu erkennen, dass tatsächlich alles gut gegangen war. Wir haben einen neuen Erdenmenschen dazu bekommen und sein Name ist nicht Melchior, sondern Maximilian. Die Erleichterung und die Freude war allen anzumerken. Es wurde getuschelt und geklatscht, bis Kaspar ein Lied anstimmte. Es ist ein Ross entsprungen aus einer Wurzelzart. Alle stimmten ein und sangen vor den Türen der alten Bahnhofsmission. Drinnen konnte Katharina, die ihren kleinen Sohn auf dem Arm hielt, das Klatschen, aber vor allem den Gesang hören. Sie hatte es geschafft. Sie hatte ihr Kind tatsächlich fast alleine zur Welt gebracht. Überglücklich blickte sie in das Gesicht ihres Kindes, dankte dem Arzt und griff nach ihrem Telefon. Der Doktor half ihr, sich aufzurichten. Er hatte noch einmal mit dem Krankenhaus telefoniert, der Notarztwagen war unterwegs und würde Mutter und Kind in eine Klinik bringen. Er versicherte dem Oberarzt, dass alles gut gelaufen und beide gesund waren. Nachdem es dreimal geklingelt hatte, ging Philipp ans Telefon. Na, Kathi, geht es jetzt endlich weiter? Wie geht es dir? Schatz, du wirst es nicht glauben, aber wir haben ein Christkind. Ein gesundes Christkind. Und jetzt kommt die Quizfrage zu dieser Geschichte. Von wem wird die Bahnhofsmission ist in Osnabrück betrieben? Wenn Sie es wissen, dann mailen Sie uns oder rufen Sie uns an und dann können Sie eines dieser Bücher zu Weihnachten gewinnen. Ich wünsche Ihnen viel Glück.